Hier ist wieder Fat Fred von fatspielen.de und wir betreten gemeinsam meine tolle Stadt Fat City. Setzen die Einheiten zusammen, streichen die Ziegen und zoomen in die Stadt rein. So sieht es aus. Was letztes Mal passiert? Letztes Mal habe ich das Casino errichtet, doch aus Las Vegas wurde Las Failas. Und zwar habe ich hier richtig miese gemacht mit dieser Spielhalle. Macht jeden Tag 11.000 Verlust. Jetzt ist die Frage, was können wir machen? Da habe ich ein paar Tipps bekommen. Unter anderem habe ich einen Tipp bekommen, dass ich das Ganze schließen soll. Against the Wall hat geschrieben, ich soll einfach das Casino und auch den Dom schließen und lieber kleinere Touri-Attraktivitäten bauen und mich darum kümmern, dass auf der Brücke mehr Anlauf ist. Bevor ich zu diesem Mittel greife, würde ich doch mal sagen, werden wir uns einem anderen Tipp widmen. Und zwar werde ich hier in der Messegelände erstmal eine neue Veranstaltung planen. Und zwar eine Sportveranstaltung, die mache ich, die wird jetzt gesetzt. Und dann werde ich, das ist nämlich der Tipp von Frank, Raffas und Exclusive, die haben alle drei gesagt, ich soll hier neue Events machen. Und diesen Tourismusstrom, der dann von dem Event kommt, wird ja vielleicht dann noch weiter fließen zur Spielhalle. Das heißt, die Leute, die hier mit dem Zug zum Messegelände kommen, gehen ja vielleicht nochmal einen Schritt weiter und geben ihr Geld dann hier in der Spielhalle aus. Und dann machen wir hier Kohle. Das kann also sein. Hoffen wir, dass das passiert. Ansonsten gibt es auch nochmal einen Tipp von Karl Friedmann. Der hat nämlich geschrieben, dass nur Blackjack Kohle bringt. Das heißt, ich soll die ganzen anderen Spielhalle, die ganzen Erweiterungen schließen, abreißen und nur Blackjack-Tische machen. Das können wir eigentlich als Vorbereitung vielleicht mal machen. Ich werde also schauen, ob das hier machbar ist. So. Oha, was ist denn jetzt passiert? Ich bin gerade auf Regionsansicht gekommen. Habe ich noch nie gemacht. Ehrlich gesagt, ich bin noch nie in der Regionsansicht gewesen. Hier kann man sehen, wie es auch aussieht hier mit den anderen Bauplätzen, die hier drumherum sind. Und ich glaube, die werde ich ja auch nochmal alle besetzen, denn in einem letzten Let's Play habe ich auch schon den Tipp bekommen, dass ich ja hier nicht alles in eine Stadt reinpacken kann und muss, sondern auch mehrere Bauplätze nehmen muss. Jetzt aber erstmal hier bearbeiten, schauen wir mal, was wir hier machen. Was haben wir denn hier? Comedy Club. Lounge. Und ein Blackjack-Tisch. Nur Blackjack bringt Geld. Dann wollen wir mal gucken, ob das so ist. Und kann ich die einzeln abreißen? Oha. Nee. Hier kann ich, wenn ich hier rauf mache, dann werde ich die gesamte Spielhalle abreißen. Das wäre natürlich nicht so gut. Okay. Kann ich das anders machen? Über das Bearbeiten-Menü? Ich kann natürlich das jetzt schließen und so. Aber ansonsten... Ach komm, wir lassen es erstmal. Wir schauen erstmal, ob es läuft. Event wird morgen hier an den Start gebracht werden. Ich werde auch schon mal hier wieder das Tempo Andross anziehen. Und oha, wir sehen, hier werden große Gebäude gebaut in der Innenstadt von Fat City. Das wird ein richtiger Wolkenkratzer hier, der in die Höhe schießt. Auch hier haben wir schon seinen ersten Tower. Eigentumswohnung Weidendocht. Und hier, auch hier geht's los. Cambridge, geil. Und hier wird auch weiter in die Höhe gebaut. Das sieht doch mal richtig fett aus. So soll das sein, auf jeden Fall. Sehr cool. Da freue ich mich, aber wir machen weiter miese und da müssen wir erstmal gegen an kämpfen. Eine Sache ist, das habe ich auch durch einen Tipp quasi erfahren, auch von Karl Friedmann, der hat gesagt, solange hier noch keine Tourismusströme kommen, und das ist auch nicht der Fall, soll ich den Boothafen schließen und den Flughafen schließen. Das machen wir jetzt auch. Wenn hier nichts passiert, dann schließen wir das erstmal, bevor wir hier uns weiter in die Umkosten stürzen. Und wir sehen auch gerade, jetzt machen wir wieder Plus. Und zwar saftig. Das heißt, diese Kosten für die Häfen, für den Flughafen und den Bootshafen waren einfach viel zu groß. Und gebracht hat es mir bisher ja irgendwie auch noch gar nichts. So, was habe ich noch für Tipps bekommen? Ich kann Straßenbahnen nur auf Hauptstraßen bauen. Das heißt, eigentlich habe ich ja nur eine Hauptstraße, das ist diese hier. Und da hätte ich jetzt auch eine Straßenbahn bauen können. Aber ich habe mich ja dazu entschlossen, keine Straßenbahn zu bauen, da ich nicht noch ein Fass aufmachen möchte und nicht noch eine weitere Fortbewegungsmöglichkeit hier etablieren möchte, bevor die anderen überhaupt erst ausgeschöpft sind. So, Karl Friedmann hat noch einen Tipp gemacht. Und zwar hat er gesagt, ich soll die Lücken hier mal schließen, mit Wohngebieten anfüllen quasi. Dann wollen wir das gleich mal machen und werden mal die Wohngebiete hier ausweisen. Also, wo noch Lücken sind, die Lücken werden jetzt gefüllt. Die Straße könnte ich eigentlich auch mal... Ah! Nicht das Herrenhaus. Die Straße.
Die wollte ich haben. Aber ich komme daran nicht. Ich komme nicht dran. Ich komme nicht an die Straße ran. Da vielleicht. So, jetzt hat's geklappt. Hier können wir auch noch eine Straße setzen. Vielleicht mal hier so quer rein. Da können wir da auch noch mal ein paar Häuschen hinsetzen. So, also auf Wohngebiete. Die Baulücken werden jetzt geschlossen. So, hier ist nichts mehr. Um die Kirche drumherum habe ich jetzt auch was gemacht. Was ist hier noch in der Stadt? Irgendwo noch eine Lücke. Ja, da ist noch was. Da können wir leider nicht mehr höher bauen. Was haben die für Probleme? Keine Ahnung. Hier könnte ich auch noch Bauplätze ausweisen. Hier in der Mitte lassen wir es erstmal. Ja, hier würde ich eher Richtung Gewerbegebiet gehen. Und hier auf der anderen Straßenseite, da werden wir uns gleich lieber mal um das Thema Touristenattraktionen kümmern. So oder so, hier können wir, glaube ich, noch eine Straße reinziehen. Und das dann auch weiter hoffentlich mit schönen Häuserchen füllen. So, Baulücken sind geschlossen und wir sehen hier, wie die Innenstadt von Fat City boomt. Wir haben eine richtige Skyline. Fat City bekommt eine Skyline. Guckt euch das mal an. Das sieht aber richtig cool aus. Wir haben hier den Dom, da haben wir einzelne Apartments und hier die Horizontal Merger Group. Die ist hier das neue, glaube ich, auch das höchste Gebäude jetzt. Das neueste höchste Gebäude in Fat City, würde ich mal sagen. Übertrifft sogar noch den Dom. Oder die nehmen sich nicht viel. Auf jeden Fall haben wir unsere Skyline. Sehr, sehr schön. Besonders bei Nacht macht das doch schon was her. Müssen wir nur darum, uns darum kümmern, dass es auch weiterhin so gut läuft. Dann müssen wir natürlich auch hier weitere schöne Hochhäuser bauen. Wie sieht es hier zum Beispiel aus? Was ist mit diesem Haus? Warum wird das nicht hochgebaut? Hier ist ein Wasserspielplatz. Können wir den vielleicht mal schließen? Das interessiert sowieso kein Mensch mehr, oder? Jawohl. Und dann könnte hier vielleicht mal was Größeres gebaut werden. Wollen wir das doch mal provozieren und auch da den Bauplatz ranbauen. Ah, hier sind auch zwei verschiedene Zonen. Das ist ja irgendwie alles nichts hier. So, ich glaube, ich werde das jetzt einfach mal einreißen. So. Runter damit. Weg damit. Und da bauen wir jetzt was richtig Schönes, Großes hin. So. Da freuen die sich jetzt, oder was? Waren das unliebsame Nachbarn? Kaum reiße ich hier was ab, freuen sich die Leute. Okay, alles klar. Gut. Was gibt es noch zu tun? Someone else's man hat mir geschrieben, dass ich zwei Krankenhäuser habe und doch die Effizienz erhöhen könnte, wenn ich ein Krankenhaus schließe und das andere erweitere. Jetzt ist meine Frage, wo zur Hölle habe ich das zweite Krankenhaus gebaut? Kann mir das jemand sagen? Kann ich da selber vielleicht mal gucken? Ich gehe auf Gesundheit. Da ist eins. Ah, tatsächlich. Ich habe hier eine Klinik. Und da habe ich eine Klinik. Und ich könnte eine große Klinik draus machen. Also eine richtig große Stadtklinik. Wo könnte ich denn das machen? Vielleicht hier? Das hier quasi abreißen, diese Pension, und da eine große Stadtklinik machen? Warum nicht? Ist besser, als wenn ich es hier in die Innenstadt reinpflanze. Dann doch lieber hier eine Klinik am Rande des Industriegebietes und auch an die vom Shuttlebus. Da können die Leute dann auch gleich hingehen. Okay, alles klar. Wir werden also das hier abreißen, mal wieder ein paar Trümmer produzieren und auch die Zuweisung hier wegmachen und werden diese Klinik jetzt mal richtig schön erweitern. So, hey, hier wurde wieder gebaut. Ich habe es doch genau gesehen. Also noch ein Patientenzimmerflügel und da wollen wir doch mal die Klinik hier richtig groß machen. So, Krankenwagenstellplatz, den bauen wir uns auch hin. Und nicht zu knapp. Das Thema Gesundheit steht jetzt hier ganz oben auf unserer Ordnung. So, und das Klinikschild gibt es auch noch oben drauf. Na, wenn das nicht super aussieht, das ist mal eine richtige Klinik. Und ich finde, zu so einer Klinik gehört eigentlich immer auch so ein Teich oder so ein kleiner Park, wo die Leute sich dann irgendwie abchillen können. Und dann würde ich mal sagen, na, hier kein Wasserspielplatz, eher sowas Richtung Feldmäßiges, Natur. Ja, so ein Teich, genau. Das gehört auch in jede gute Klinik. Freuen sich die Leute. So sieht's aus. Also, unsere Stadtklinik ist komplett und die hier wird eingerissen. Zack, planiert. Und da hat doch die Polizeiwache auch mal mehr Platz, sich dort entfalten zu können. Und der nächste Tower wird gebaut. Das war doch genau das Richtige. Sehr, sehr geil. Und auch hier, dieses kleine Häuschen und dieses Feld hier, das kann ich eigentlich auch, glaube ich, mir jetzt schenken. Das ist ja auch was nur für die untere
Einkommensschicht und auch diesen, dieses Haus da, das können wir doch auch alles wegmachen. Und da ist auch noch ein Schildchen. Was ist das für ein Schild? Kann ich das auch noch erledigen? Was ist denn das? Ach, es gehört zur Polizeiwache. Na gut, dann darf es da auch bleiben. So, ich würde auch sagen, dass den Platz brauchen wir wahrscheinlich auch, wenn wir gleich unser, oder bald unser Rathaus erweitern. Von daher, oh, jetzt wird hier schon der nächste Turm gebaut. Das ist ja richtig geil. Gucken wir nochmal hier rein in die Skyline von Fat City. Sehr geil. So, wie können wir hier noch vielleicht größere Gebäude produzieren? Hier zum Beispiel ist ja auch eher so ein Klein-Klein. Wenn ich diese Straße so fortführe, dann könnte ich da bestimmt noch ein großes Gebäude reinsetzen, oder? Ja, auf jeden Fall. Deswegen werde ich jetzt die Straße hier fortführen. Zack. Und diese Straße, diese Verbindung kappen. Genau. Und gehen wir nochmal kurz in die Zuweisung. Genau, was machen wir denn? Dann brauchen wir vielleicht... Ja, eigentlich muss das Gewerbegebiet hier sprießen. Oh ja, das sieht gut aus. Ja. Da habt ihr auch genügend Platz. Da könnte vielleicht ja noch ein Tower entstehen. Dann baut mal fleißig, meine Freunde. Und wo könnten wir vielleicht nochmal was optimieren? Ja, hier mit dem Skatepark, obwohl das lassen wir erstmal. Die Skyline ist ja schon in Bau. So, wie sieht's aus? Wir müssen auch mal schauen, was unser Messegelände macht. Wann geht die Sportveranstaltung? Die ist heute um 20 Uhr geplant. Und dann wollen wir mal gucken, ob das Casino, was jetzt 15.000 Verlust macht, ey, ist ja echt Wahnsinn. Das ist echt krass. Ob das vielleicht tatsächlich dann durch diesen Tourismusstrom, durch den Touristenstrom dann nochmal in den Genuss kommt, vielleicht auch der Stadt etwas Geld zu bringen. Wenn nicht, wird das geschlossen. Damit kenne ich doch nichts. So. Aber jetzt schau mal, gibt es noch irgendeine Request, eine Anfrage? Ich schau mal auf meinen schlauen Zettel. Wir haben uns um Against the Wall gekümmert, um Frank gekümmert, Matthias Reingruber auch, Karl Friedmann haben wir auch erwähnt. Da gibt es noch eine Sache, und zwar hat Lord Voltus uns ein paar Tipps gegeben. Und zum anderen einen Tipp zu den Straßen. Es gibt ja mehrere verschiedene Straßen, wir sehen das auch hier. Es gibt diese Straßen, das sind normale Straßen, und es gibt Hauptstraßen. Man kann normale Straßen nicht zu Hauptstraßen upgraden, weil die ja, breiter sind. Ganz, ganz klar. Deswegen, das habe ich mir, glaube ich, im letzten Let's Play versucht, ist das nicht möglich. Und ich soll, das hat er auch gesagt, mich darum kümmern, dass die Touri-Ziele näher an den Transportmöglichkeiten sind. Das habe ich beim Messegelände ja auf jeden Fall geklappt, hat das auf jeden Fall geklappt. Aber vielleicht wäre es dann ja auch mal nicht so schlau, dass man sich darum kümmert, dass hier auch ein Touri-Gebäude ist, hier an der anderen, am anderen Ende, wo hier auch der Flughafen und der Bootshafen ist, damit die Leute nicht quer durch die ganze Stadt fahren müssen, um dann die Sehenswürdigkeiten anzuschauen. Das heißt, bevor wir das hier wieder schließen, werden wir wieder öffnen, werden wir auf jeden Fall hier eine Touri-Attraktion hinsetzen, sonst bleiben diese beiden Häfen geschlossen. So, so läuft es. Jetzt werden wir aber uns erstmal darum kümmern, um... Ach, hier, ist, ey, mit der Skyline, das finde ich echt geil, dass wir jetzt hier so eine Wolkenkratzer am Start haben. Finde ich echt cool. Könnte ich auch gerne noch mehr davon haben. Die werde ich mir dann nach und nach auch hier alle in die Stadt holen, indem ich dort den Platz ein bisschen effizienter nutzen werde. Sehr cool. Gefällt mir auf jeden Fall, wie das hier schon aussieht. Jetzt kümmern wir uns aber primär um die Spielhalle und um den Touristenstrom, der hier hoffentlich kommt. Wir sehen es, das sieht nicht schlecht aus. Hier sind mehr Leute unterwegs. Ja, und die Bushaltestelle war auch nicht so schlecht, die ich hier hingeplatziert habe, weil da stehen jedenfalls viele Leute und die stehen hier an. Also eigentlich dürftet ihr jetzt gar nicht so viel Verlust machen. Jedenfalls kommen hier doch mehr Leute hin, auf jeden Fall. Das sieht so aus. Aber die Sportveranstaltung läuft noch. Geht erst los. 20 Uhr geht es hier erst los. Bis dahin haben wir hier vielleicht hoffentlich auch mal ein paar Gewinne erzielt. Wie sieht's denn aus hier? Bearbeiten. Kann ich noch was machen? Das Limit ist ja schon erreicht. Da kann ich nichts machen. Ich muss aber nur darauf warten, bis das hier irgendwie klappt. So, 14.600. In 2 Stunden geht die Sportveranstaltung los. Was ist denn hier los? Verlassenes Gebäude. Grund zu viel Abwasser. Warum wird mir das denn nichts gesagt? Normalerweise ist doch dann hier so ein Dingenskirchen. So ein Symbol. Wie sieht es denn aus mit meiner Abwassersituation? Ich schaue mal nochmal kurz hin. Abwasser. Naja. Das ist doch eigentlich alles im gelben, grünen Bereich. Die Abwasser hier gehen da lang, die gehen da lang. Kann sich doch keiner beschweren eigentlich. Aber ich glaube, ich brauche auf jeden Fall nächstes Mal eine Versorgungsabteilung, damit ich auch eine Kläranlage bauen kann. Ja,
So. So oder so. Was gibt's hier zu tun? Öffentliche Transportmittel. Die Wartezeit ist wieder zu hoch. Ich muss also mal wieder mein Shuttlebus-Depot ausweiten. Dann gehe ich mal hier hin, gehe auf Bearbeiten und werde mir hier nochmal ein paar Shuttlebusse reinpflanzen. Jawohl. Unser Busdepot ist jetzt ausgeschöpft, Limit ist erreicht. Und dann sollten sich da auch die Wartezeiten dementsprechend wieder positiv verändern. So, wie sieht's hier aus? Macht immer noch Verluste und zwar nicht zu knapp, obwohl doch jetzt echt nicht wenig Leute hier sind. Wir sehen mal. Ich glaube, so viele Leute waren bisher noch nie da. Und so schlecht ist die Verkehrsanbindung auch wieder nicht, oder? Ich meine, hier ist in der Nähe Bahnhof, dann muss man nur mit dem Bus zwei Stationen fahren. Alles Straßen hier mit hoher Dichte, gut, keine Hauptstraßen, aber trotzdem sind es doch... So viel Verkehr ist hier auch nicht. Also, na gut, wir werden einfach mal schauen, was nach der Sportveranstaltung passiert. Wenn hier tatsächlich nochmal ein richtiger schöner Strom kommt und hier zum Casino kommt, dann werden wir das Casino weiter offen lassen, ansonsten werde ich es schließen. Und dann vielleicht den Tipp von Lord Vultus beherzigen, dass wir hier vielleicht das Casino am Flughafen bauen. Keine Ahnung. Flughafen-Casino wäre ja auch mal eine Möglichkeit, dass man es hier macht und dass man dort dann den Flughafen wieder öffnet, damit die Leute direkt zum Casino hinfliegen können. Wäre ja mal eine Idee. So, das verlassene Gebäude werde ich jetzt aber mal abreißen, weil hier sowieso nichts passiert. Da kann sich da jemand anders drum kümmern. So, wir haben irgendwie 10 verlassene Gebäude und da... Was ist denn hier los? Ist das alles verlassene Gebäude? Ist ja auch irgendwie traurig hier. Werde ich die alle mal... Warum geht denn hier jeder? Geldnot. Ah, okay. Ja gut, nicht schlecht, natürlich. Wir haben natürlich hier die Menschen in unserem Einkommensschicht da gehabt. Und wenn die natürlich dann das Haus nicht halten können, müssen sie es leider verlassen. So ist es. So, die Veranstaltung ist aktiv. Dürfte nicht mehr lange dauern. Dann müsste hier das Finale kommen. Wir schauen auch mal, wie es aussieht, die aktuelle Auszahlung. Ja, wir machen nicht mehr so viel Plus wie beim letzten Mal, aber es sieht auch nicht so schlecht aus. Schauen wir mal, wie viel uns das Event dann letztendlich bringt. Und ob dann tatsächlich die Leute auch noch weitergehen und zur Spielhalle gehen. Wir sehen aber, die Verluste minimieren sich schon. Also es scheint schon so zu sein. Jetzt sind übrigens gerade alle Leute, die Veranstaltung ist weg. Passiert jetzt was? Was passiert? Wir sehen richtige Ströme, die hier zur Spielhalle kommen. Sehr, sehr viel Verkehr. Leute sind unterwegs. Kommen sie jetzt ins Casino und werden sie ihr Geld verzocken? Das ist die Frage. Wir sehen auf jeden Fall hier die riesigen Ströme. Jetzt möchte ich nur, dass vom Tourismusstrom auch etwas zum Casino kommt. Aber wir sehen auch sehr, sehr viele verlassen die Stadt wieder Richtung Bahnhof. Da passiert nichts. Wäre es vielleicht schlau, das Casino hier hinzubauen, wo Schadstoff-Industries sind, damit man hier die Leute gleich abfängt auf dem Weg zum Bahnhof und dann sind sie auch noch näher am Bahnhof. Das wäre vielleicht mal eine Idee, weil hier scheint nicht so viel anzukommen. Die Leute sind immer noch da, aber die Verluste sind immer noch bitter. Minus 8000, das ist kein Zustand. Das müsste man sich tatsächlich mal anschauen. Grund zu viel Abwasser, auch hier wieder ein verlassenes Gebäude. Tja. Jetzt könnte ich mal warten, ob hier noch was passiert. Auf jeden Fall sind die Verluste jetzt immer noch sehr, sehr stark. 8536. Und hier kommen langsam auch nur noch wenige Leute aus der Messe heraus. Die meisten sind schon weg. Und die einzelnen Autos scheinen sich auch nicht mehr so, so viel dafür zu interessieren, dass sie ins Casino fahren. Wir sehen es ja hier an den Strömen, die meisten fahren dann zum Bahnhof oder sonst wohin oder verlassen dann dies Richtung Stadt. Ich würde sagen, das Casino ist ein Fail. Wir werden es schließen. Hier werden wir nichts mehr machen. Wir werden uns vielleicht, was haltet ihr davon, das Casino hier hinbauen zu lassen? Zum Bahnhof? Oder wir werden das Casino hier zum Flughafen bauen. Aber so wie es da jetzt steht, bringt es uns nichts, außer richtige Verluste. Und wir beenden dieses Let's Play damit, dass ich hier raufklicke und den grünen Knopf drücke und zum roten Knopf umwandle. Das Casino ist geschlossen, der Spaß ist vorbei und das Geld bleibt, wo es ist. Und wir sehen uns das nächste Mal beim nächsten Let's Play. Euer FatFred von fatspielen.de.